Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach Deutschland das geplante Aus für neue Pkw mit Verbrennungsmotor ab 2035 blockiere. Eigentlich hatten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten bereits im Oktober darauf geeinigt, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen in der EU zugelassen werden dürfen. Die Bundesregierung stellte Anfang März jedoch Nachforderungen. Vor allem die FDP dringt darauf, dass auch nach 2035 noch Neuwagen mit Verbrenner zugelassen werden dürfen, die sogenannte klimaneutrale E-Fuels tanken. Die Energieökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung sagte zuletzt in einem Interview mit ntv.de, ein Verbrenneraus sei absolut richtig und auch überfällig. Die FDP-Forderungen hinsichtlich der Technologieoffenheit für den Einsatz von E-Fuels machten keinen Sinn. Die synthetischen Kraftstoffe müssten mit großen Mengen Ökostrom hergestellt werden, den man lieber direkt für Elektroautos nutzen sollte.